Pausenfüller kennen die österreichischen Fernsehteilnehmer. Zwei Herren im reiferen Alter tanzen Jitterbug. Nostalgie also auf mehreren Ebenen. Der Herr, der führt, ist der Maler Richard Matuschek, auch Dandy genannt. Er war immer derjenige, der geführt oder angeführt hat. Aus diesem Grund war er auch zu einer legendären Erscheinung in Wien der 50er Jahre geworden, der Dandy aus Wien. Und nun ist diese Legende dabei, nach Wien zurückzukehren. Und jeder kennt mich und nennt mich den Dandy von Wien, weil ich die flotteste Kundschaft dort bin. In einem der vornehmsten Häuser, in einem der vornehmsten Viertel von Hamburg, befand sich bis jetzt die Residenz von Dandy Matuschek. Hier in Hamburg 13 endete vorübergehend der Weg, der vom verfemten Wiener Maler über den Tramp in Südamerika, den Kaffeehausbesitzer in Paris und den Galerieinhaber in Düsseldorf geführt hat. Hier wurde der Unbürgerliche von einem Hauch von Bürgerlichkeit überrascht. Ein François Villon der Malerei hat für eine Zeit lang wohlwollende Gönner und Gönnerinnen gefunden. Wie lange leben Sie schon mit dem Dandy Matuschek hier in Deutschland zusammen? 12 Jahre sind es jetzt. Ja, und welche Figur, würden Sie sagen, gibt er hier ab? Warum? Welche Rolle spielt er hier? Oh, er malt seine Bilder hier. Wir haben hier eine Galerie gehabt, wir haben also richtig Kunsthandel gemacht. Wir haben immer wieder versucht, die Menschen, die so ein bisschen mit dem Richard über die Malerei Kontakt hatten, vorzustellen. Das haben wir auch also mit ganz gutem Erfolg in der Matu getan. Und wir haben unsere Freunde hier. Und hat der Dandy, würden Sie sagen, hier einen guten Namen? Das würde ich sagen, ja. In Hamburg hat Dandy Matuschek wie überall, wo er hingekommen ist, eine Zahl von Anhängern um sich geschart. Malschüler, Tanzbegeisterte, Kunstsammler, Freunde. Hier, einer seiner Schüler stellt zum ersten Mal aus. Doch im Mittelpunkt der Vernissage steht nicht der Ausstellende, sondern der Lehrer. Aber das macht nichts aus. Das Klima, das der Dandy in all seinen Bereichen um sich geschaffen hat, ist frei von Eifersucht. Ist das nur ein normales Verhältnis wie zwischen Lehrer und Schüler eben, oder ist das ein sehr intensives menschliches Verhältnis? Ein sehr intensives menschliches Verhältnis, würde ich sagen. Also nicht nur rein auf die Malerei bezogen, sondern ich profitiere einfach von einer Lebenserfahrung von 50 Jahren. Und glauben Sie, ist das wesentlich auch für Ihre Malerei? Sehr wesentlich sogar. Sehr wesentlich. Also Sie schätzen Herrn Matuschek sehr? Sehr. Wirklich sehr, sehr. Ich? Höchst beliebt, verschrien bei jedermann. So beschreibt sich der französische Dichter des Mittelalters Villon. Aber das ist nicht die einzige Parallele, die Matuschek mit ihm gemeinsam hat. Ein Maler und Tänzer, ein Schläger und Frauenheld, ein Außenseiter und Insider, ein Vagabund und ein Sesshafter, an dem, wie man auch von Villon sagt, die Sünde und die Kunst gleichermaßen Anteil haben. Könnte man sagen, der Dandy Matuschek hat in Deutschland und hier im Besonderen in Hamburg seinen Weg als Maler gemacht? Ja. Ja, in Hamburg und in Düsseldorf. Und hier ist er zu einer anerkannten Größe geworden? Ja. Das kann man sagen, ja. Ein Mensch also von einem Format, an dem die Ewigkeit mitunter Maß nimmt. Doch lassen wir zunächst die Gegenwart Maß nehmen. Und jetzt, Dandy, geht's zurück nach Wien. Ja, Gott sei Dank. Schwinger. Die Legende ist zurückgekehrt. In ein Wien, in dem vieles anders aussieht als in den 50er und 60er Jahren, in dem sich vor allem die sogenannte Szene von damals geändert hat. Die Mitstreiter von damals sind aus dem Untergrund in die Gesellschaft vorgestoßen. Sie lungen nicht in Stehweinhallen, sondern dinieren beim Sacher. Sie haben die Kaffeehäuser verlassen und bevölkern die Salons. Die Avantgarde von damals ist zu Titel, Orden und vor allem zu Geld gekommen. Und nur der Dandy ist der Alte geblieben. Und dabei alt
geworden. Viele meiner Freunde wissen ja gar nicht, dass es mich noch gibt. Es gibt ja manche, die glauben, ich bin tot oder was weiß nicht, was wir so lange gesehen haben. Es würde mich zum Beispiel wahnsinnig interessieren, dass wenn ich jetzt sage, was ich der Dandy Lautei kommt zu mir, was ich, reden wir einmal von früheren Zeiten, was da überhaupt überblieben ist von diesen Leuten. Das würde mich auch interessieren, was ist mit denen geworden zum Beispiel. Und ich glaube, dass da unheimlich viel drinnen ist. Weil es hat sich in der letzten Zeit niemand bemüht, irgendwo diese Möglichkeit zu schaffen, die damals vorhanden war, wo man da hingegangen ist und hörst du, komm, da und dort schauen, da schauen. Und diese Möglichkeit möchte ich versuchen. Glauben Sie nicht, dass Sie einer Illusion verfallen sind, dass Sie in einer Epoche Ihres Lebens einfach stehen geblieben sind und glauben, dass Sie dort jetzt nahtlos wieder anschließen können? Ja, sehen Sie, und diese Illusion möchte ich ja wissen. Und darum geht es mir ja. Die sentimentale Reise in die Vergangenheit beginnt in einer Schrebergartenanlage in Otterkring. Das war die Kindheit. 1925 geboren, sommers und winters in einer Gartenhütte aufgewachsen. Die naheliegende Volksschule besucht, eine Geigenbauerlehre angenommen, in den Krieg gezogen, verwundet und halbblind aus dem Krieg zurückgekehrt. Nicht wie viele von vorne angefangen, sondern überhaupt nichts angefangen. Somit dem Ende näher als dem Beginn. Schaut noch genauso aus wie vor 40 Jahren. Und da hinten, da habe ich gelebt, in dem kleinen Dreieck da. Oder jetzt steht natürlich ein Haus da, und das meine Mutter sich trifft in der Schlag, weil das hat sie sich immer vorgestellt. Ne? In dem kleinen Dreieck da, da war ein Paradies. Der Garten war ganz verwachsen mit wilden Wein. In der Sixtparzelle 209. Ne? Da waren überall Erdäpfeln, nicht säckweise Erdäpfeln, Siebengas, Hasen, Händeln, schön, gell? Ich bin im Schrebergarten aufgewachsen, mit Hund und Katzen und Schweinen und Ziegen, und im Krieg ist dann weitergegangen, und wie ich heimgekommen bin, ist es auch dann genauso weitergegangen. Und naja, so war es halt. Und Sie sind bis heute ein sehr unbürgerlicher Mensch geblieben, ne? Ja, das will ich nicht sagen. Vielleicht ist es wahrscheinlich die Sehnsucht jedes Menschen, bürgerlich zu werden. Und haben Sie die Sehnsucht? Ja, jeder. Was ich also auf meinem Weg erkannt habe, die größten Sandler, das sind eigentlich nur Sandler, weil sie es nicht geschafft haben, bürgerlich zu werden. Aber die Sehnsucht haben sie alle, wenn sie mit einer redet, haben sie alle Sehnsucht nach einem schönen Heim und nach einer Frau und einem Kind und was weiß ich nicht. Also Sie haben die Sehnsucht nach der Bürgerlichkeit? Ja, klar. Aber Sie sind es eigentlich nicht geworden, ne? Ja, ich werde es auch nicht erreichen. Ja, warum? Was hindert Sie, diese Sehnsucht zu verwirklichen? Die Wissbegierde. Da habe ich gelebt. Das war noch viel schöner. Nicht? Es ist genauso schier geworden, nicht wie ich als Fülle in Wien. Da war rundherum ein Parkgitter und dort vorne war eine Sandkiste. Dort habe ich drinnen geschlafen, zum Gelächter der ganzen Gegend. Nicht? In der Sandkiste, in der Früh, dort vorne war ein Hintrand, du siehst neben der Holzstelle, schau, Puppe, siehst du jetzt dort neben der Holzstelle. Dort war ein Hydran. Und in der Früh, wenn die Leute dort gestanden sind, habe ich die Sandkisten, ist der Deckel aufgegangen. Dann bin ich rausgegangen und habe dort einen Morgen. Ne? Haben einen Stoppe gemacht beim Hydranten. Dann habe ich schön gewaschen. Ne? Und dann bin ich da aufgegangen, weil da oben war das Kaffeehaus, beim Kaffeesturm. Und da habe ich mir zuerst einmal einen Kaffee gekauft. Dann ist da irgendwann mal einer gekommen, schon ganz ein dicker alter Herr. Und hat gefragt, ob ich nicht bei einem Kohlen schaufeln will. Und dann habe ich da Kohlen ausgetragen in der Halle gegossen. Meine Frau war Trinkerin. Und wenn ich heimgekommen bin vom Kohlen schaufeln, da habe ich erst müssen, ja, 20 Liter Hefen Wasser hinstellen, dass ich mich waschen kann. Ne? Da habe ich erst müssen, meine Alte suchen, die total besoffen irgendwo in einem Kaffeehaus herumgekugelt ist. Oder den habe ich erst müssen suchen gehen. Ne? Also ungefähr war da damals der Zustand meines Lebens. Ne? Was damals für mich ganz normal war. Da haben wir alle angefangen, da haben wir einmal alle noch Träume gehabt in dem Lokal. Da haben wir gewohnt da drinnen. Da die ganzen Herren sind halt da drinnen gesessen. Und die Jungen sind immer gekommen und haben uns angeschaut nicht, und so. Und zugeschaut, ob wir nicht irgendwas leisten können oder was machen. Das war unheimlich klasse. Frau Havel hat viel mitgemacht mit uns. Nicht? Der Wienerwald war einmal die Adepa. Die Adepa damals, nicht, das war so einer der berühmtesten Lokale von Wien. Und darüber hinaus von Amerika, überall sind die Leute gekommen, dass die Adepa kennenlernen, dass von der Unterwelt bis zur Prominenz alles gesessen. Damals hat es in Wien also noch Live-Musik zum Tanzen gegeben. Und das war die Zeit von
Jitterbug und Rock'n'Roll. Und das war, glaube ich, außer dem Malen unser aller Lieblingsbeschäftigung. Und das ist eigentlich heute auch noch. Und weil wir da drin so, weil so teuer sind, immer zum Kronhuber gegangen, da in das kleine Café, und dann haben wir uns fürchterlich angesoffen. Und da drin, da war der Fette und Stabarei, da war das wahnsinnige Jazz damals. Und da haben wir uns immer reingeschwindelt, weil wir den Eintritt ja nicht zahlen haben können. Nicht? Wir waren lauter arme Hunde, wir haben kein Geld gehabt. Hier und zu dieser Musik hat der Dandy zu tanzen begonnen. In einem Alter, in dem die meisten jungen Männer mit dem Tanzen aufhören. Doch ihm ist damals das Boogie-Tanzen zum Lebensinhalt geworden, das er weit höher schätzt als die Malerei und in dem er sich, wie er meint, besser ausdrücken kann als in seinen Bildern. Und hier bei Fatty George und in der Adebar ist ihm auf seiner Gratwanderung durch das Leben der Übergang von der sogenannten Gosse zur Kunst geglückt. Mir braucht einer nicht erzählen, wie sich eine Dirne fühlt. Ich weiß es nicht. Und ich weiß, was ein Stravanzer ist und ich weiß, warum er ein Stravanzer ist. Und ich habe mit diesen Menschen gelebt. Nicht? Ja, er hat eigentlich das gelebt, was er gesagt hat. Er hat wenig Konzessionen gemacht. Zum Unterschied von den meisten anderen. So, die ja alle sich anpassten an die Normen der Gesellschaft oder. Ich glaube, er macht jetzt noch nicht sehr viel Konzessionen. Und ich war ja berühmt dafür, dass man da oben serviert hat. Und der ist bei mir vorbeigegangen, weil ich tanzt habe, habe reingegriffen und habe in die Nudelsuppe und habe die Nudeln rausgenommen. Wenn der dann serviert hat und der hat gegessen, haben wir nur ganz kurz hingeschaut und gesagt, willst du die Nudelsuppe nicht essen? Er hat es essen müssen. Ne? Das ist ja nichts überblieben. Ich mache mich aber auch von Schnitzel abbissen und habe es wieder hingekriegt und so. Ne? Und dann bin ich halt fürchterlich besser, wenn mir einer gesagt hat, ja, schau dir den Scherngrad an. Und dann habe ich immer geglaubt, ich bin deppert, weil ich wieder die Partnerin stehen habe lassen am Parkett. Ich habe gesagt, ich komme gleich wieder, bin zwei Tische hintergegangen, habe den Watschen runtergehauen. Ich habe gesagt, weißt du warum? Ich habe gesagt, ja, entschuldigen. Nur so war das halt. Das war sehr lustig. Ja, also ich habe den Richard Matuschek zum ersten Mal, glaube ich, 55 gesehen. Ich muss sagen, da habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen gefürchtet vor ihm. Da hat er eher eine Rolle gespielt, nicht wahr, mit großen Händen. Und wenn man ihm schief angeschaut hat, dann hat man schon eine gehabt. Und später bin ich dann drauf gekommen, als unser Kontakt dann etwas kompakter und näher wurde, bin ich drauf gekommen, dass er ein ausgesprochen netter Kollege ist, ein netter Mensch, ein Kumpel, mit dem man echt Pferde stehen kann und der sich also auch für seine Freunde wirklich, wenn es in seiner Macht war, also eingesetzt hat und versucht hat, also Initiative zu greifen, etwas anzukurbeln. Ich war kein Schläger, ich war in dieser Welt, in der ich gelebt habe, mehr oder weniger Moralist. Er war jemand, der einem also sicherlich Angst eingeflößt hat, wenn man ihn nicht gekannt hat, und er war zu einer bestimmten Zeit eben in einem Lokal namens Adebar eine der dominierenden und färbigsten Erscheinungen. Na, warum haben sie gekauft? Glauben sie, weil man in dieser Welt, in der sie gelebt haben, raufen musste? Musste. Oder weil sie Kraft gehabt hat? Nein, ja, in dieser auch, klarerweise. Er war kräftig, ja, weil eine kräftige Persönlichkeit, die sich in Szene zu setzen wusste. Und nebenbei war er, damals noch nebenbei, auch ein Künstler. Das ist dann immer mehr und mehr in den Vordergrund getreten. Er hat eine, meiner Meinung nach, große Entwicklung hinter sich. Die ersten Zeichnungen, die von vielen Kritikern höher bewertet werden als die später entstandenen Werke, waren von den sexuellen Fantasien des Autodidakten geprägt. Eine orgastische Welt von schönen Körpern und hässlichen Fratzen, voll von phallischen und vaginalen Motiven, verschreckte die Kunstwelt mehr, als dass sie sie begeistert hätte. Der Werdegang der Überbesserungsanstalt, Gefängnis und Trinkerheilstätte geführt hatte, wurde ebenso wenig gutiert wie die kraftvolle Gegenwart des als Raufboldes verschrienen Malers. Er wollte nämlich nicht, wie viele seiner Kollegen, ein Bürgerschreck sein. Er war einer.
gefühlt habe ich mich nie. Ich habe immer natürlich versucht, da rauszukommen. Ich wusste aber nicht, wie. Und das begann dann, wie ich das erste Mal angefangen habe, richtig zu zeichnen. Ne? Und plötzlich sind Dinge entstanden. Und da hat mir natürlich der Fuchs unheimlich geholfen, weil mir hat mir ganz einfach das erste Mal die Möglichkeit gegeben, durch die Aufforderung von ihm, dass er sagt, du pass auf, stell bei mir aus, ich mache eine Galerie auf im Herbst und so. Und das war, ich habe ihn am 8. Jänner 1958 kennengelernt und ausgestellt habe ich im November 1958 das erste Mal. Nicht? Ja, der Dendi war immer, also so wie heute auch, eine legendäre Figur. Der Strizi-Papa, könnte man sagen. Also ein Verbindungsglied, fast könnte man sagen, zur Unterwelt. Nicht? Also viele Künstler haben ja ohnehin damals überhaupt keine Möglichkeit gehabt, in der Gesellschaft zu leben. Das ganze Künstlertum war damals mehr als heute noch eine Untergrundbewegung, eine Familie am Rande der Gesellschaft. Naja, also in erster Linie ist er bekannt geworden durch seine ganz penible Technik. Also bitte, ich habe ja damals, das heißt also viele von uns haben ja gedacht, dass er da fast übertreibt. Er hat eine Zeit lang hat er den Ehrgeiz gehabt, sozusagen den kleinsten und feinsten Punkt der Welt zu produzieren. Und er ist also monatelang bei seinen Zeichnungen oder Radierungen gesessen, hat da ganz fein gearbeitet, also mit Lupe und so weiter, pro Tag einige Quadratzentimeter. Das war also das, wo er eigentlich am raschesten bekannt wurde. Man hat ihn vor allem bewundert wegen seiner stupenden Technik. Und stilistisch hat man ihn damals eigentlich eher als gruselig empfunden. Die Wiener Kunstkritik sah in den Bildern von Matuschek nur ein Geflecht von Bosheit und Begierde. Verfolgt vom Pornografiegesetz und von der Ablehnung der Kritik, die ihn als Maler des Grauens abgestempelt hat, begab er sich in eine innere Emigration, der dann die äußere folgte. Die Liberalisierung im sexuellen Bereich und die Entwicklung der bildenden Kunst überhaupt stimmten die Betrachter seiner Bilder schließlich milder. Als Maler ist Matuschek heute anerkannt. Ich habe aus dem, wo ich herkomme, eigentlich schon etwas sehr Bedeutendes geschafft. Nicht? Also man, für mich selber als Mensch. Für mich war der Weg eigentlich vorgezeichnet, als Krimineller in Stein zu enden. Nicht? Nur durch den Umstand, dass der Dandy Talent zu malen und zeichnen besaß, wurde er davor gerettet, in der Kriminalität zu enden. Seit er jetzt wieder in Wien ist, wohnt er mit seiner Lebensgefährtin in einem Biedermeierhaus in der Josefstadt. Ein bürgerliches Idyll, das er in der gleichen Art auch in Hamburg und in Düsseldorf vorfindet. Mit wechselnden Tapeten und Gefährtinnen. Ein Mann, der das demonstriert, was ein großer Teil der Männer zwar ebenso praktiziert, aber verschweigt. Ein Mann eben. Ich habe immer so irgendwann einmal was gehört vom Dandy und die Legende, die er war, ist auch mir zu Ohren gekommen. Und irgendwann einmal, dann ist man über den Weg gelaufen und da hat es geblitzt. Ne? Ja, was hat Ihnen gefallen an ihm? Zuerst einmal glaube ich, dass er sehr groß war. Und dann, ich kann es eigentlich gar nicht sagen, das war die faszinierende Persönlichkeit, die mich so plötzlich aus einem ganz brav geplanten bürgerlichen Leben rausgerissen hat. Und ich habe nicht gewusst, wie mir passiert, auf jeden Fall 4 Wochen später war ich in Paris. Plötzlich war ich in einem anderen Leben drin und habe gar nicht gewusst, wie das passiert ist. Er verkörpert sehr vieles, was Frauen faszinieren kann, nicht? Kraft, Männlichkeit, Direktheit des Ausdrucks, Direktheit seiner Wünsche und seiner Begierde. Man hat immer den Eindruck, er greift zu und er hat es auch de facto getan. Und das fasziniert gewisse Frauen, also einen ziemlich breiten Kreis von Frauen. Fasziniert so sehr, dass sie dafür bereit waren, eine Menge einzustecken und ihm auch eine Menge zu geben. Was er auch eine Zeit lang ohne weiteres Empfang genommen hat. Was ist er für ein Mensch? Tja, wie kann man das sagen? Auf jeden Fall Außenseiter, aber das würde ich nicht als negatives Vorzeichen empfinden, sondern eher als positives. Ein Mensch, der immer versucht, nicht so zu leben, wie das Klischee des Lebens aussieht, sondern ein bisschen tiefer zu schauen. Was empfinden Sie heute als außerhalb der Norm liegend, also was Ihr erotisches Dasein betrifft? Ja, heute als alter Mann ist es natürlich leichter, darüber zu reden. Ich kann ja schon zurückschauen, nicht? Die treibende Kraft. Na, also schauen Sie zurück. Na, was war da? Ja, in erster Linie, dass ich
Ich meine, es haben viele Männer viele Frauen, aber ich habe sie miteinander, zum Beispiel. Ne? Also gleichzeitig? Ja, miteinander. Wir sind zwar durch Kilometer getrennt, aber sonst nicht. Ne? Ja, aber da müssen ja auch diese Frauen eine gewisse Toleranz besitzen. Ja, klar. Dazu haben wir uns ja durchgekämpft, um diese Toleranz zu erreichen. Sowohl die Frauen als auch die Männer, die in die Einflusssphäre des Dandy Matuschek geraten, werden zu seinen Schülern im Schöpferischen. Diese Stofftiere und die dazugehörenden Comics entstammen der glücklichen Verbindung des Malers mit seiner Wiener Lebensgefährtin. Kleine, skurrile Träume aus Stoff oder Papier bilden die Kulisse eines Biedermeier-Idylls, in dem sich die sexuelle Revolution etabliert hat. Ich finde, die Toleranz muss man sowieso als Mensch haben und nicht nur als Frau. Und auch die Toleranz kommt mir heute selbstverständlich vor, weil es eigentlich logisch ist, dass man Menschen nicht als sein Eigentum betrachten kann, nicht als seinen Besitz. Ich würde das auch von mir niemandem zugestehen, dass ich mich als Besitz betrachte. Und genauso kann ich das von einem anderen Menschen nicht verlangen. Und das ist, so logisch es klingt, das ist nicht einfach, es zu lernen, auch zu leben. Aber das haben uns eigentlich in dem Zusammenleben der Jahre erkämpft. Ich würde sagen, dass wir uns vor 12 Jahren kennengelernt haben, dass wir uns seit 12 Jahren lieben, dass wir uns immer wieder sehen. Aber die Zeit, wo man dann beisammen ist, die ist dann eben sehr intensiv. Dann braucht man fast wieder, also 14 Tage, um auch also das, wie man es erlebt hat, zu realisieren. Nicht? Und das braucht, glaube ich, eine Frau genauso wie ein Mann. Ist das eigentlich nicht ein sehr egozentrisches Bascha-Dasein, das Sie da führen? Kaum, es ist ja ein Bascha-Dasein. Bascha, dann müsste ich da sitzen und rundherum umgeben von Weibern und beweihräuchert werden und so weiter. Aber das waren ja harte Kämpfe, das waren ja unentwegte Auseinandersetzungen. Das war kein Bascha-Leben. Die ersten Bilder von Richard Matuschek tragen den Titel »Ansichten aus der Unterwelt«. Aber nun hat er sich schon seit langem mit seinen Darstellungen in eine Überwelt begeben. In unendliche Landschaften mit zurückweichenden Horizonten, in Baum- und strauchlose Wüsten, durch die Gedankenschemen wie eine Fata Morgana ziehen, überirdisch auch in den unwirklichen Farben. Abgekommen von seiner anfänglichen Akribie, hat er sich eine Technik zu eigen gemacht, die es ihm ermöglicht, die Bilder rascher herzustellen. Produktionskapazität, Preise und Verkaufsziffern sind in diesem Zusammenhang unwesentlich. Sie stellen auch keinen Maßstab für die wahre Qualität dar, denn Geschäft und Wert sind nur selten identisch. Glauben Sie, sind Sie eigentlich was im Ausland geworden, Herr Matuschek? Ja. Und deswegen werde ich auch ganz langsam wieder versuchen, in Wien das zu zeigen, was ich kann. Wien hat ein, ist wie ein Polyp, das saugt dich auf. Und ich habe viele Menschen gesehen, die rausgegangen sind, haben da draußen was erreicht und kamen jetzt natürlich mit einem ungeheuerlichen Überschwang, weil sie da draußen natürlich etwas erreichen konnten, was sie hier nicht erreichen, weil die Rendezvous erstens schon mal schimmern, du müsstest hier 5-mal so lange leben wie woanders, weil alles, ja, ich komme morgen oder weiß ich was, und das natürlich, wenn du was erreichen willst. Für mich ist Zeit nicht Geld, für mich ist Zeit Leben. Ich muss ja mit der Zeit so kostbar umgehen, damit ich das alles erleben kann, was ich mir vorstelle. Und wenn du nach Wien zurückkommst, dann kommst du mit einem unheimlichen Prall zurück und in 14 Tagen schaust du aus wie die anderen. Fast 2 Jahrzehnte sind vergangen, seit die Legende Matuschek entstanden ist. Aber die Abende sind Abende geblieben. Im Café Havelker sitzen andere Gäste und in der Adebar werden Hühner gebraten. Wenn der Dandy jetzt tanzen will, muss er in die Vorstadt ziehen. Die Tänzer, denen es der Dandy jetzt zeigt, wie man es macht, könnten seine Söhne sein. Und die Frauen, mit denen er tanzt, seine Töchter. Nur eines ist geblieben, wie es war. Keiner tanzt besser als der Dandy. Er lebt so mit der Musik mit. Man kann, wenn man im Spiel, wenn man spielt als Musiker, also ich bin überhaupt ein Jazzmusiker, der es gern hat, wenn man dazu tanzt, zu der Musik. Aber auch andere Musiker, die es nicht so gern haben, die werden durch seinen Tanz angefeuert. Hello, young lovers, where
finde, dass ich, wenn ich mich heute austanze und dann heimgehe und sage, vom Alter, heute hast du unheimlich, heute hast du wieder tanzt und rundherum stehen ein paar Leute und sagen, heißt, Alter, du bist fantastisch, heute hast du uns wieder was Schönes gezeigt und die freuen sich mit, ist ja das dasselbe, als wenn ich ein schönes Bild mache und der freut sich an der Wand. Zu Beginn dieses Films wurde Matuschek mit François Villon verglichen. Einem Mann, der wie er aus den sozialen Niederungen stammte, die Höhen und mehr noch die Tiefen des Lebens durchmachte, dem Tod und dem Elend immer wieder entkam, um immer wieder dorthin zurückzukehren. Und der eines Tages zeugenlos und für ewig entschwand. Zu Lebzeiten Legende erkannten sie später, dass er ein Dichter war. Er wäre einer der Leute, die es möglich machen würden, dass die Leute wieder zu Jazzmusik tanzen können. In der Erinnerung sind die Legenden zumeist wertvoller als in der Wirklichkeit. Und daher ist es fraglich, ob die Legenden wiederkehren und sich im Abstand der Jahrzehnte überprüfen lassen sollen. Er war sicher eher ein Ausdruck seiner Zeit. Es war eine Zeit, in der man noch viel mehr Probleme mit der Autorität gehabt hat, wo die Autorität noch mehr herausgefordert hat, sich dagegen aufzulehnen, wo sicherlich, obwohl ich selber nicht zur Kriegsgeneration gehöre, sicherlich aber für viele doch das Bewusstsein einer neuen Freiheit nach dem Krieg, wo jetzt die ersten materiellen Schwierigkeiten überwunden waren, man sich wieder ein bisschen gehen lassen konnte. Ich gehe natürlich nicht den Weg, den man gesellschaftlich eigentlich vorgezeichnet kriegt. Den gehe ich nicht, da bin ich ausgebrochen. Aber ich finde, dass ich Außenseiter bin, im Gegenteil, ich möchte versuchen, das, was man mir versucht hat zu lernen, auch durchzustehen, was sehr schwierig ist. Sie meinen, dass die Zeit des Dandy Matuschek vorbei ist? Ist vorbei. Ich will nicht sagen, dass sie nicht wiederkommt. Es wäre durchaus möglich. Wahrscheinlich beginnt jetzt erst seine große Zeit. Jetzt braucht er nämlich niemanden mehr, mit dem er gemeinsam marschiert. Jetzt wird er allein kämpfen. Und vielleicht kommt jetzt erst seine große Zeit. Ich hänge überhaupt nicht an der Vergangenheit. Und ich will sie auch nicht wiedererleben. Und ich will sie auch nicht wieder versuchen herzustellen. Sondern für mich war das unheimlich wichtig, die Welt aus der Froschperspektive, also von ganz unten aus dem Sumpf heraus erlebt zu haben. Also nicht als Theoretiker, sondern als Praktiker. François Villon hat es geschrieben. Gültig ist es auch für Matuschek. Ich sterbe dürstend an der vollen Quelle. Ich heiß wie Glut, mir zittert Zahn um Zahn. Frostklappernd sitze ich an der Feuerstelle, in meinem Vaterland ein fremder Mann. Nackt wie ein Wurm. Geschmückt wie Tamerlan, lache ich in Tränen, hoffe voller Leid und schöpfe Trost aus meiner Traurigkeit. Ein Mann voll Macht, ein Mann in Acht und Bann. Und meine Not ist meine Seligkeit. Ich, höchst beliebt, verschrien bei jedermann.